Hi, in der heutigen Basssektion möchte ich euch mal eine polyrhythmische Übung geben, mit der ihr euer Time-Feel ein bisschen auf Vordermann bringen könnt. Dass ein Bassist ein sehr gutes Timing braucht, ist ja nichts Neues und ihr solltet euch auch wirklich, wenn ihr Bass spielt, intensiv mit der Rhythmik auseinandersetzen. Die Übung, die ich für euch heute habe, ist, dass wir uns mit Vierteltriolen beschäftigen möchten. Und zwar ist es bei Vierteltriolen so, dass wir den Beat, den wir haben, den teilen wir erstmal in Achteltriolen auf. Also ganz normal wie bei, als wenn ihr jetzt Achteltriolen spielen wollt, da teilen wir den Beat ja auch in drei Teile auf. Machen wir das Gleiche auch bei Vierteltriolen. Was wir dann bei den Vierteltriolen anders machen, ist, dass wir, wenn wir jetzt auf dem ersten Schlag sind, spielen wir die erste und die dritte von diesen Triolen und auf dem zweiten Schlag spielen wir dann die zweite. Das heißt, wir spielen eine Triole, lassen eine aus, spielen die nächste, lassen wieder eine aus und spielen wieder die nächste. Das heißt, wenn wir dann auf dem zweiten Schlag die zweite Triole gespielt haben und wieder eine auslassen, sind wir auf dem dritten Schlag wieder auf der ersten Triole. Dann kommt auf dem dritten Schlag die dritte Triole und auf dem vierten Schlag die zweite Triole. Das heißt, wir spielen über zwei Beats oder zwei Schläge, spielen wir drei Anschläge. Oder man kann auch sagen, wir spielen über vier Beats oder vier Schläge, machen wir sechs Anschläge. Deswegen spricht man bei den Vierteltriolen oder im Zusammenhang mit den Vierteltriolen auch von 3/2 oder 6/4. Und dadurch, dass wir den Beat dann in gleiche Teile aufteilen, erzeugen wir nämlich eine Polyrhythmik, weil wir haben ja diesen Vierer, also den Viervierteltakt, und darüber spielen wir halt sechs Schläge und diese sechs Schläge sind alle im gleichen Abstand voneinander und deswegen haben wir im Prinzip zwei, es fühlt sich an, als ob wir zwei Pulse haben, einmal den Vierer und den Sechser und damit erzeugen wir dann auch eine Polyrhythmik. Das Ganze könnt ihr dann anwenden, beispielsweise in Basslinien. Ihr müsst dabei natürlich immer aufpassen, dass ihr die Dinger wirklich unter Kontrolle habt, weil wenn ihr in der Band spielt und die nicht hundertprozentig sauber sind, dann kann sowas ziemlich schnell in die Hose gehen. Und ihr müsst ein bisschen auf eure Bandmitglieder aufpassen, weil es kann manchmal sein, wenn man solche Sachen spielt und die anderen nicht darauf vorbereitet sind, dass die anderen dann rausfliegen, weil die vielleicht euren Puls dann übernehmen oder einfach denken, ihr habt falsch gespielt, spielt einen anderen Puls und versuchen da mitzugehen. Also da gibt es so die komischsten Konstellationen und da muss man immer wirklich ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sowas dann in der Band tatsächlich auch anwenden möchte. Bevor ihr damit jetzt anfangt, das in der Basslinie anzuwenden, macht es natürlich Sinn, das Ganze erstmal zu klatschen. Und zwar klatsche ich dann immer die erste, dritte und dann die zweite Triole und dann geht es wieder auf der 3 und der 4 wieder von vorne los. Ich würde erstmal die Subdivision, also die Unterteilung des Beats in Triolen mitzählen. Das heißt, ich würde erstmal einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei zählen. Das Ganze hört sich dann wie folgt an. Einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei, einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. Und wenn ihr das könnt, dann solltet ihr versuchen, nur 1, 2, 3, 4 zu zählen. Das setzt dann voraus, dass ihr diese Triolen oder die Unterteilung des Beats in Triolen wirklich im Ohr habt. Das hört sich dann wie folgt an. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und ihr merkt wirklich auch, wenn ihr klatscht und ich dann mal aufhöre mit dem Zählen, dass das Klatschen wirklich ganz konstant ist. Also 1, 2, 3, 4. Und das ist halt, damit könnt ihr euch immer wirklich kontrollieren, ob die Rhythmik, die ihr dann da drüber spielt, wirklich diese Polyrhythmik erzeugt. Weil wenn das nicht konstant ist, das, was ihr da drüber klatscht, dann habt ihr irgendwas noch nicht ganz richtig gemacht. Und so könnt ihr euch immer kontrollieren, ob es hinhaut. Und was man dann machen kann, man könnte jetzt als Übung, also ich würde immer erstmal ganz kurz dazu, ich würde immer mitzählen. Macht jetzt noch nicht so viel Sinn, Metronom anzustellen, das könnt ihr dann später machen. Aber versucht wirklich erstmal, dass ihr in der Lage seid, diesen Puls konstant zählen zu können und dann darüber diese Vierteltriolen spielt. Ihr könnt das dann irgendwann später auch mit Metronom üben. Ich würde immer versuchen, dass ihr es erstmal zählen könnt. Und dann kommt ja das Metronom.
Und ihr könnt dann auch probieren, wenn ihr es klatscht, also ich zähle jetzt die ganze Zeit nur den Viererpuls. Ich kann dann irgendwann auch sagen, ich zähle dann immer bis 6, dann zähle ich mal bis 4, dann zähle ich mal bis 6. Das wäre dann folgendes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, und so weiter. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, mein Fuß ist die ganze Zeit im Viervierteltakt mitgegangen und meine Hände haben den anderen Beat geklatscht. Das Ganze könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt einen Cajon habt, könnt ihr das auch üben. Funktioniert wunderbar, weil da habt ihr zwei Sounds. Ihr habt ja einmal diesen Snare und diesen Kick-Sound. Könnt ihr zum Beispiel diesen Kick-Sound, dass ihr da die Viertelnoten spielt, beim anderen dann die Achteltriolen. Und zu guter Letzt könnt ihr das Ganze natürlich auch auf dem Bass üben. Und zwar erstmal, dass ihr euch einen Ton nehmt und versucht, den erstmal konstant in Vierteltriolen zu spielen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das nächste wäre, dass ihr auf dem Bass dann einfach mal versucht, eine Basslinie in dieser neuen Rhythmik tatsächlich mal zu spielen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Oder was auch eine gute Übung ist, ihr spielt einen Teil von der Basslinie erstmal ganz normal im Viervierteltakt und dann wechselt ihr auf die Vierteltriolen über. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Wenn ihr euch jetzt mit der Übung das erste Mal beschäftigt habt, werdet ihr merken, dass die Übung erstmal nicht leicht ist, weil man ziemlich schnell rauskommt, weil man in diesem polyrhythmischen Feeling drin ist, weil das erstmal ein ganz komisches Gefühl ist, wenn man auf einmal eine Rhythmik spielt, die, mit der man dann diese Polyrhythmik tatsächlich erzeugt. Und ich muss auch sagen, als ich das erste Mal geübt habe, das hat gedauert, bis ich es konnte. Also wirklich, bis ich das wirklich so konnte, dass ich nicht mehr drüber nachdenken musste. Also da ist wirklich bestimmt ein Monat oder zwei Monate sind bestimmt, habe ich bestimmt gebraucht, um das dann wirklich so hinzubekommen. Das heißt nicht, dass ich es jetzt jeden Tag dann eine halbe Stunde geübt hätte, aber wenn ihr sowas jeden Tag 5 Minuten, 10 Minuten übt, dann ist das schon eine coole Sache, um euer Rhythmus-Feeling, Time-Feel und euer rhythmisches Vokabular auch zu erweitern, weil ihr einfach mit Sachen beschäftigt habt, die ihr vielleicht vorher noch nicht gemacht habt. Und immer noch mal zur Wiederholung, macht das bitte erstmal so, dass ihr mitzählt. Und wenn ihr es zählen könnt, dann könnt ihr es meinetwegen auch mit Metronom oder mit einem Backing-Track probieren. Wichtig ist aber erstmal, dass ihr es lernt zu zählen und dann eben erst dann, wenn ihr es zählen könnt, dass ihr das dann erst mit Backing-Track oder Metronom probiert. Gut, alles klar. Das soll es im Prinzip auch schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich über ein Abo freuen. Mein Name ist Markus Ohlen und ihr seid auf dem Kanal der Gitarrenbass Online-Schule.